Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer ziemlich verspäteten ZIP2. Aber heute hat der Intensivwahlkampf mit den TV-Duellen wirklich begonnen. Und es ist ein Fernsehwahlkampf, wie es ihn noch nie gegeben hat. Fast jeden Abend diskutieren die Kandidaten. Die Analyse zu den ersten TV-Duellen heute mit dem Politologen Peter Filzmaier live im Studio. Kontrollverlust. Dem britischen Premier Boris Johnson entgleitet die Brexit-Debatte. Das Parlament stimmt gegen einen harten Brexit und gegen Neuwahlen. Wir schalten live nach London zu Roland Adowitzer. Einkehrschwung. Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Ich wollte aufhören, solange ich noch gewinne und gesund bin, sagt er. Wir schalten dazu zu seinem langjährigen Teamkollegen Benny Reich nach Salzburg. Nach der ersten sogenannten Elefantenrunde mit allen SpitzenkandidatInnen haben heute die Wahlduelle begonnen. In 5 Runden sind die 5 Parlamentsparteien und die Grünen aufeinander getroffen. Diesmal allerdings nicht nur die Parteispitzen. Die FPÖ hat statt Norbert Hofer ihre Nummer 2 Herbert Kickl in die Debatte mit SPÖ-Chefin Rendi Wagner geschickt. Und die ÖVP hat gegen Peter Pilz jemanden nominiert, der bei dieser Wahl gar nicht antritt, die Europaabgeordnete Caroline Edtstadler. Begonnen hat der Abend der Duelle aber mit dem Aufeinandertreffen von Grünen und Neos. Das war erstaunlich harmonisch, gemeinsam gegen Türkis-Blau quasi. Konfrontativ wurde es nur beim Freihandelsabkommen Mercosur mit Brasilien, das die Grünen generell ablehnen, während die Neos grundsätzlich für Freihandelsabkommen sind. Wem nutzt denn das? Der europäischen Autoindustrie? Bitte. Darf ich? Und den Bauern schon. Herr Kugler, jetzt ist die Frau Meindl-Reisinger, bitte. Ich würde Ihnen nur gerne zwei Gedanken vielleicht mitgeben. Ja, Sie wollen vorher nicht so kurz. Also der erste Gedanke ist einmal, es geht ja um unsere hohen europäischen Standards. Und die einzige Chance, unsere europäischen Standards weltweit zu verankern, sind Verträge. Und ich will nicht, dass chinesische oder USA-Standards ja, dort. So, erster Punkt. Aber und das passiert ja nicht. Punkt, darf Sie ich bitte, das, Herr Kugler, ja, aber Sie müssen, Sie können nicht irgendwas erzählen. Bitte, Herr Kugler, Sie müssen das hier einlösen. Herr Kugler, darf ich bitte jetzt ausreden? Ja, danke schon, aber sehr. Sie müssen die Wahrheit sagen. Der zweite, sagen. Ja, aber das ist die Wahrheit. Nein, eben der nicht. Zweite. Und beim ersten ist der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und wir wollen diesen Abend und die kommenden zwei Abende an Fernsehduellen hier gemeinsam immer analysieren. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Also der Start heute Abend, Grüne gegen Neos. Was war denn in diesem Duell für diese beiden Parteien bzw. ihre Spitzenvertreter wichtig? Sie mussten ein bisschen streiten. Man hat es gesehen bei der Themenkonkurrenz anhand des Freihandelsabkommens. Die Grünen wollen hier über Umwelt sprechen, die Neos über Wirtschaft. Und das ist auch strategisch logisch, denn die klassische Frage in der Wahlforschung lautet oft, die folgende Partei, also Grüne oder Neos, halten Sie die für sehr kompetent, eher nicht kompetent oder gar nicht kompetent beim Thema X? Und beim Thema Umwelt führen da die Grünen, während beim Thema Wirtschaft die Neos gut aussteigen. Streiten mussten sie miteinander auch ein bisschen, weil die Grünen, die ja bei der letzten Wahl in alle Richtungen ausgeronnen sind, auch rund 30.000 Stimmen an die Neos verloren haben. Die will man natürlich zurückholen. Und die Konkurrenz ist vor allem in den Landeshauptstädten Wien, Linz, Graz. Beide Parteien erhalten da bis zu ein Drittel ihrer Stimmen. Bei Wien vielleicht ein bisschen mit Heimvorteil für Beate Meindl-Reisinger, bei Graz für den Steirer Kogler, der den Nachteil hat, dass Graz eben kleiner ist. Jetzt konnte man sich, wie ich schon erwähnt habe, auch vertreten lassen. Das hat man dann im zweiten Duell auch gesehen. Da hat die ÖVP Frau Edtstadler geschickt, was deshalb besonders interessant ist, weil sie gar nicht kandidiert am 29. September. Was ist denn da die Strategie dahinter? Ja, zunächst lautet eine Grundregel der politischen Kommunikation, streite möglichst mit jemandem formal eine Ebene über dir. In Nichtwahlzeiten heißt das, der Bürgermeister schimpft auf die Landesregierung, die Landeshauptleute schimpfen auf die Bundesregierung in Wien, die wiederum schimpft ein bisschen auf Brüssel. Was die armen EU-Politiker tun, ist nicht ganz geklärt, denn noch eine Ebene höher ist dann je nach religiöser Überzeugung Gotteslästerung oder so. Aber in Wahlzeiten will sich eben die kleinste Oppositionspartei normalerweise an Kanzler- und Regierungsparteien reiben. Die haben wir im Moment nicht, aber dann eben an der Ex-Kanzlerpartei. Das durchschaut natürlich auch Sebastian Kurz und er schickt eine Vertreterin. Warum gerade Carolina Edtstadler? Ein Grund, der bei Kurz liegt und einer, der bei ihr liegt. Der Grund bei Kurz aus meiner Sicht ist mehr
Kurzkurs als von Caroline Edtstadler geht kaum. Also sie ist hier hundertprozentig loyal in der Darstellung von Positionen und ein Eigeninteresse hat sie zweitens schon auch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wunschtraum der höchsten Sprosse ihrer Karriereleiter jetzt Europaabgeordnete ist und auch nicht Leiterin der sehr kleinen ÖVP-Delegation in Brüssel und Straßburg, sondern sie wollte ja mal dann EU-Kommissarin werden. Das ist leider Nein geworden durch das Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung. Aber vielleicht will sie ja noch in diesem Jahr oder Ende, Anfang nächsten Jahres bei einer Regierungsbildung Ministerin sein. Könnte vielleicht ein Hinweis gewesen sein, das Duell Edtstadler-Peter Pilz war dann jedenfalls, wie zu erwarten war, sehr angriffig von beiden Seiten, aber vor allem auch beim Thema Parteienfinanzierung. Ich lasse die Kirche im Dorf, ich lasse die schwarze Kasse in der ÖVP, alles dort, wo es hingehört. Aber eines, und da kommen Sie nicht raus und da können Sie nicht ablenken. Jetzt ist so viel am Tisch an illegalen, an vertuschten Parteispenden. Und ich sage Ihnen eins, bei dem, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, hat die ÖVP in der Disziplin Parteibuchwirtschaft, in der Disziplin illegale Parteien finanzieren und in der Disziplin Missbrauch von Steuergeldern alle Bewerbe gewonnen. Wir kennen das von Peter Pilz. Es ist eine Schmutzkübelkampagne. Er schmeißt mit Dreck um sich und er hofft, dass etwas hängen bleibt. Und gerade bei der Frage der Parteispenden ist es auf und ab diskutiert worden. Wir sind ja auch bereit zu diskutieren drüber. Es ist nichts passiert, was illegal ist. Es ist alles im Rahmen des Gesetzes gemacht worden. Es ist klar, für Peter Pilz sind diese Fernsehduelle die einzige Chance, überhaupt noch in den Nationalrat zu kommen. Er muss offensiv sein, er ist vom Typ her offensiv. Er hat sich als Hauptgegner die ÖVP ausgesucht. Warum war Frau Edtstadler ähnlich angriffig? Es ist die Gegenstrategie der ÖVP, bei Vorwürfen, vor allem was ihre Finanzgebarung betrifft, sofort auf die Metaebene zu gehen. Also jeder, der sie kritisiert, wäre automatisch ein Schmutzgübler oder man halte sich an die Gesetze. Ja eh, aber das beantwortet nicht die Frage, warum man dieses oder jenes wie Stückelung von Parteispenden genau so gemacht hat. Und man wirft dann Gegenvorwürfen, die anderen wären um nichts besser. Und genau das hat Frau Edtstadler, übrigens Kurzkurs, heute auch gemacht. Ein politisch zentrales Duell war SPÖ-Grüne, weil die beiden auf sehr ähnliche Wählergruppen losgehen. Die SPÖ hatte das letzte Mal ja sehr viele sogenannte Leihstimmen von den Grünen. Die muss sie diesmal halten, um Zweite zu bleiben und auch damit sich ÖVP-Grüne als Koalition nicht ausgeht. Das Hauptthema im Gespräch war dann eines der wenigen, wo wir Unterschiede haben, wie Werner Kugler mal gesagt hat, nämlich der Klimaschutz. Für eine Pendlerin, die Krankenpflegerin in der Obersteiermark ist und nach Leoben fährt, darf ich es Ihnen auch erklären, bedeutet eine Mehrbelastung von 2000 Euro im Jahr. Durch die Heizkosten, die steigen durch die erhöhte CO2-Steuer und den erhöhten Spritpreis. Eine ökologisch-soziale Steuerreform hilft den unteren, wenn man das, den unteren Einkommensschichten. Wenn man das richtig macht, ist das gleichzeitige Umverteilung von oben nach unten. Und wir lassen uns diesen Unfug hier nicht mehr länger so erklären. Hat denn die SPÖ-Chefin eine Chance, ausgerechnet beim Kernthema der Grünen, beim Klimaschutz, Grünwähler zu überzeugen? Was sie aus meiner Sicht gut gemacht hat, ist der Versuch, das manchmal sehr abstrakt diskutierte Umweltthema, weil es eben ein globales Thema ist, herunterzubrechen. Was bedeutet das für den einzelnen Österreicher, sei es Pendler oder jemand anderen im Alltag? Natürlich kämpft sie aber trotzdem eine Bergaufschlacht, denn das Umweltthema ist das Kernthema der Grünen und gerade da wird sie nicht unbedingt verhindern, dass es eine Rückwanderung von Wählern von der SPÖ zu den Grünen gibt, denn nur um die Dimensionen zu veranschaulichen. Bei der letzten Nationalratswahl lautete das Austauschverhältnis Rot und Grün 80:1 zugunsten der SPÖ. Das heißt, für einen SPÖ-Wähler, den die Grünen zu sich geholt haben, gingen 80 in die umgekehrte Richtung von Grün zu Rot. Also da kann Randy Wagner die Rückverluste nur begrenzen. Aber es wäre ganz zentral für Sie, war strategisch. Das Umweltthema ist das objektiv Top-Thema Nummer eins, nämlich auch wenn man so fragt, was diskutiert die Wahlbevölkerung besonders häufig. Also kommt sie an dem Thema nicht vorbei und sie hat selbst in offengelegten Strategiekonzepten und Werbeplakaten gesagt, ich würde aber gerne über Bildung, Gesundheit und leistbares Wohnen diskutieren. Alle drei Themen kann man aber heute kaum am Rande vor. Das kommt ja nun den Grünen sehr zugute. Herr Kugler, hat man das Gefühl, muss in diesem Wahlkampf eigentlich gar nichts tun, außer möglichst oft Klimaschutz sagen. Kann er in diesem Duell überhaupt was falsch machen? Kaum.
Sie haben recht, Wahlkampf ist ein politischer Themenwettbewerb und er hat auf dem Silbertablett sein Lieblingsthema serviert bekommen. In der politischen Kommunikation spricht man oft von Themensetzung, also eine Partei sucht sich ihr Wunschthema und platziert es dann auf der öffentlichen Tagesordnung. Diese Kommunikationskraft hat aber überhaupt kaum eine Partei und schon gar nicht eine Partei, die momentan noch gar nicht im Nationalrat ist, wie die Grünen. Die Alternative ist Themensurfing, also auf einem vorhandenen Thema einfach mitzuschwimmen, und das tun die Grünen und wie die Umfragen zeigen, auch derzeit sehr erfolgreich. Im Duell Peter Pilz gegen Beate Meindl-Reisinger von den Neos ging es dann zum einen wieder um Parteispenden, zum anderen aber vor allem interessanterweise um das Thema private Pensionskassen, das Peter Pilz vor einigen Tagen entdeckt hat. Und er wirft diesen Pensionskassen vor, dass sie letztes Jahr an den Aktienmärkten 1 Milliarde Euro verspekuliert hätten. Die Neos haben hier mitgestimmt, weil sie der Meinung waren, es soll am Aktienmarkt investiert werden. Und die Pensionen sollen über Aktienmärkte auch mitfinanziert werden. Sie vertreten die Interessen etwa von Investoren am Aktienmarkt. Nach 1 Milliarde Verlust auf diesen Märkten, allein 2018 für die Pensionistinnen und Pensionisten, muss es auch politische Kräfte geben, die die Opfer eines Systems vertreten, wo mit Pensionen spekuliert wird. Herr Pilz, das ist kruder Unfug, was Sie hier sagen. Und diese Verluste hat es gegeben. Ich habe mir die Entwicklung aber angeschaut. Es sind Entwicklungen am Finanzmarkt. Und jetzt sage ich Ihnen schon noch etwas, und das ist mir schon auch wichtig. Ich will, dass Menschen gesicherte Altersvorsorge haben. Ja, ich bin tief davon überzeugt, dass wir mehrere Säulen brauchen. Weil das staatliche System, wie Sie skizziert haben, geht sich im Umlagensystem nicht aus. Was da schon interessant ist, ist, dass sich Peter Pilz da jetzt so auf das Thema Pensionen wirft in den letzten Tagen schon und heute da auch wieder erfordert, jetzt auch eine Mindestpension von 1.200 Euro im Monat. Das war bisher nicht sein Kernthema. Warum tut er das? Naja, es ging vor allem auch um private Pensionskassen als Streitpunkt in diesem Gespräch. Und da war schon ein bisschen zu merken, die Neos sind eine wirtschaftsliberale Partei auf der einen Seite und Peter Pilz war in jungen Zeiten mal bei der Gruppe revolutionärer Marxisten. Also da geht es auch einfach um mehr oder weniger Staat. Peter Pilz will hier also eher einen linken Standpunkt vertreten, mehr staatliche Eingriffe bei den Pensionen, während die Neos auf ein Zwei-Säulen-Modell vertrauen, aber doch auch viel auf den freien Markt. Und was die Wählergruppen betrifft, na, Peter Pilz muss nehmen, was er kriegt, und die Pensionisten sind rein zahlenmäßig die größte Wählergruppe. Das trifft ja auch auf die Neos zu, die sprechen schon seit jeher von enkelfitten Pensionen, ist trotzdem nicht so ihr Kernthema, aber wollen die eigentlich nur die Stimmen der Enkel haben und verzichten lieber auf die Pensionisten? Irgendwie schon, bisher zumindest, denn bei den unter 30-Jährigen hätte man ein Stimmenpotenzial von bis zu 10%, vielleicht sogar etwas mehr, während man bei den Pensionisten oder über 60-Jährigen, was in Österreich paradoxerweise ziemlich gleich ist, bei 2-3% herumkrebst, also nicht mal in den Nationalrat schaffen würde. Das rechnerische Problem für die Neos, wenn man wirklich stark werden will, weniger als ein Fünftel der Wahlberechtigten sind unter 30 Jahre alt, aber 30% oder fast ein Drittel über 60 Jahre, man konzentriert sich also auf die kleinere Gruppe. Das Duell, das das größte Konfliktpotenzial in sich geborgen hat, war heute Abend natürlich SPÖ gegen Freiheitliche. Herbert Kickler hat nicht weiter begründet, warum er und nicht Norbert Hofer mit SPÖ-Chefin Randy Wagner diskutieren wollte. Und obwohl er ihr zu Beginn erklärte, sie sei ihm durchaus sympathisch, wurde es sehr schnell konfrontativ. Ich entscheide, wer auf Bundesebene oder mit wem wir auf Bundesebene eine Koalition nach dem 29. September machen werden nach der Wahl. Und das habe ich immer gesagt und das sage ich Ihnen heute noch einmal, das wird nicht die Freiheitliche Partei Österreichs sein, weil diese 18 Monate, diese Verhöhnung der Arbeiter, der Arbeitnehmerinnen, die Vergiftung des Klimas in unserem Land durch Hetze, die sie betrieben haben, durch Spaltung, die sie betrieben haben in Österreich, ist nicht das, was ich unter einem seriösen politischen Partner verstehe. Jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Ich war noch niemals auf Ibiza. Ich war aber auch noch nie in Saint-Tropez in irgendwelchen Nobelclubs. Ich habe dort mich keine Republik kann, verkauft. Mich kann diese ganze Welt aus Luxus und Glamour, die Sie vielleicht ein bisschen mehr fasziniert, die kann mich nicht im Mindesten antörnen. Das sage ich Ihnen nur gleich einmal dazu. Ich bin gegen das immun, bei Ihnen bin ich mir nicht ganz sicher. Und das ist auch ein Problem der Sozialdemokratie. Früher haben sie einmal das Kapital bekämpft, das Großkapital, das war der Klassenfeind. Heute sitzen sie mittendrin mit Gusenbauers und ähnlichen Figuren, die Netzwerke von Milliardären bedienen und dann stellen sie sich daher als Vertreterin des kleinen Mannes. Das war so ein bisschen ein Duell. Wer ist der bessere Vertreter des kleinen Mannes? Hat dieses Duell jemand gewonnen?
Nein, kann man nicht klar sagen, obwohl Randy Wagner aus meiner Sicht bei Teilen gepunktet hat. Zunächst mal Kickel an Randy Wagner, sie sind mir eigentlich sympathisch. Naja, das war wohl die geschönte Wahrheit des Abends, denn wenn er in diesem Tonfall zu jemandem spricht, der ihm sympathisch ist, dann möchte ich nicht dabei sein, wenn er zu jemandem spricht, der ihm besonders unsympathisch ist. Warum Punkt für Randy Wagner in manchen Aspekten? Sie weiß natürlich, der Hauptgegner sind nicht die Grünen, obwohl man da einen Wählerrückfluss stoppen muss und ist auch gar nicht die ÖVP, da gibt es eher historische Wählerwanderungen nur mit denen, sondern man hat bei der letzten Wahl 150.000 Stimmen an die FPÖ verloren. Man hat seit 1999 650.000 Stimmen an die FPÖ verloren und seit Bruno Kreiskes Zeiten sogar über 1 Million. Stimmen heißt nicht Wähler, weil ja manche Wähler mehrmals hin und her zwischen den Parteien wandern können, aber trotzdem. Und Randy Wagner hat es diesmal geschafft mit konkreten Beispielen. Also er hat beispielsweise von einem Kellner gesprochen, der vom 12-Stunden-Tag benachteiligt ist, das zu untermauern, warum sollst du, wenn du nach Ibiza von der FPÖ enttäuscht bis die SPÖ wählen. Bisher hat man da auch sie zu sehr nur gesagt, weil die FPÖ so böse ist. Das kann man sagen, aber deshalb macht man ja nicht die SPÖ beliebt im Umkehrschluss, wie sich bei der EU-Wahl gezeigt hat. Diesmal zumindest konkrete Beispielargumente. Warum schickt die FPÖ in dieses Duell Herbert Kickl als der große Sympathieträger der Partei für einen Fernsehen gilt, die Ansicht Norbert Hofer? Man hat gemerkt, welche Themen die FPÖ besprechen will und da punktet dann wiederum Herbert Kickl, also dass man da vom 1:1 sprechen kann. Denn während SPÖ-Kandidatin Randy Wagner über Arbeitsplätze und Sozialleistungen sprechen wollte, hat Herbert Kickl versucht, das sofort mit dem Thema Zuwanderung zu verknüpfen. Also beispielsweise war die Mindestsicherung angesprochen. Herbert Kickl hat sofort gesagt, da kann es ja nicht sein, dass Ausländer oder Menschen, die aus dem Ausland kommen und erst kürzer da sind, das Gleiche bekommen. Das ist das Terrain von Herbert Kickl und da hat er sein Heimspiel. Jetzt hat Kurierredakteurin Daniela Kittner gesagt, für sie war Randy Wagner die Überraschung dieses Abends. War sie das? Gab es noch andere Überraschungen? Nein, sie hat für mich authentischer gewirkt, nicht so als das seltsame Mischung von 10 Beratermeinungen, die sich vielleicht teilweise widersprochen haben, die man ihr aber vorher gesagt hat. Und sie hat eben diese Einzelbeispiele gebracht. Sie hat auch verwiesen, zwar nur einen kleinen Sequenz, aber dass sie mal als Ärztin bei einem Thema wie Gesundheit Kompetenz hat. Das Abstraktionsniveau wurde gesenkt und das, glaube ich, hat ihr genützt im Vergleich zu früheren Fernsehauftritten. Ansonsten viele Fernsehroutiniers im Studio. In keinem Wahlkampf, letzte Frage, hat es noch so viele Duelle gegeben, auch weil es jetzt so viele Privatsender gibt. Man hat den Eindruck, die Spitzenkandidaten verbringen den Rest des Wahlkampfs bis Ende September jetzt eigentlich nur mehr in Fernsehstudios. Das gibt es so in keinem anderen Land in Europa. Ist das gut, weil es das Interesse an der Wahl hebt oder kann das dann auch dazu führen, dass gegen Ende des Wahlkampfs das niemand mehr hören kann? Ja, es erhöht nachweislich nach Studien die Wahlbeteiligung, weniger als es das Wahlverhalten beeinflusst. Das ist gar nicht so sehr der entscheidende Punkt. Angefangen hat das Ganze am 19. September 1975 mit der Fernsehdiskussion Bundeskanzler Bruno Kreisky gegen den damaligen ÖVP-Herausforderer Josef Thaus. Und wir haben so viele Duelle, weil damals war der Bundeskanzler bereit zu diskutieren. Seitdem konnte kein Regierungschef oder Chef einer größeren Partei sich irgendwie hinstellen und sagen, ich tue das nicht, ich diskutiere nicht mit den kleineren Oppositionsparteien. Und genau das sehe ich aber stärker im Vergleich zu anderen Ländern, dass auch Chefs von größeren Parteien mit Vertretern von kleineren Parteien diskutieren müssen. Wenn Sie die Flut der Fernsehduelle ansprechen, gibt es natürlich schon einen Nachteil. Die Verlagerung ins Fernsehstudio, die sind aber meistens in Wien. Und rein zeitlich können die Kandidaten Bundesländerauftritte, vor allem im ländlichen Raum, nur noch bedingt schaffen. Es wird noch etliche Duelle geben, unter anderem auch an den kommenden beiden Mittwochen im ORF. Und wir werden anschließend in der ZIP 2 darüber diskutieren. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Professor. Sehr gerne.